Wunderschönen liebe Soulslike-Freunde, ich sitze da gerade mit einem riesengroßen Stand-up, mit einem riesengroßen Grinser im Gesicht, denn Lords of the Fallen ist endlich am Start und ab sofort werden wir alle in dieses fantastische Dark Fantasy-Epos eintauchen können. Mein persönlicher Ersteindruck vom neuen Soulslike, der ist eigentlich relativ fantastisch. Klar, auf der PlayStation 5 gibt es noch das eine oder andere Grafikproblem, aber das wird sicherlich schnell gepatcht werden. Was es aber auch noch gibt, außer Grafikprobleme in Lords of the Fallen, das sind unfassbar viele Waffen. Und die erste richtig krasse Waffe, die können wir uns bereits nach 10 Minuten erfarmen und so einen richtig heftigen Start in Lords of the Fallen hinlegen. Und wenn's ihr wollt und ein bisschen Geduld habt, dann könnt ihr euch sogar zwei dieser Waffen erfarmen und mit beiden Schwertern in den Händen die ersten Stunden in Lords of the Fallen einfach zerstören, muss man so sagen. Und das Krasse an dieser Waffe ist, die macht von Haus aus Feuerschaden. Und das ist die einzige Waffe, was ich in den ersten 10 Stunden gefunden habe, die was wie gesagt Feuerdamage integriert hat. Nur ganz kurz was in eigener Sache, meine Lieben, wenn ihr in Zukunft absolut gar nichts mehr zu Lords of the Fallen verpassen wollt, dann bleibt doch gern mit einem Abo auf diesem Kanal am Start. Ich werde dieses Spiel komplett behandeln und ich werde versuchen, euch mit Tipps und Tricks, Bossguides und anderen Videos das Leben ein bisschen leichter zu machen in Lords of the Fallen, nachdem ich selbst auf die Goschen gekriegt habe. Die Waffe oder besser gesagt die Waffen, von denen ich spreche, die sind die Schwerter des Bekehrten. Die haben unaufgelevelt eine Angriffskraft von 132, was schon mal fantastisch ist, und haben wie gesagt Feuerschaden von 62. Und diese Waffe muss man sich erfarmen. Im ersten Gebiet nach dem Tutorial, da geht immer so ein großer, schlecht gelaunter Wappler herum. Und genau den Wappler, den müssen wir abfarmen für dieses Schwert. Unser Startpunkt der Farmroute ist der Checkpoint Überreste von Marco der Axt. Und von da aus laufen wir immer wieder diesen Weg nach unten. Und dann haue ich diesen Gegner einfach um, bis er fast, wie gesagt, fast tot ist. Den letzten finalen Schlag hebe ich mir auf. Denn dann soll er mich töten. Das mache ich aus diesem Grund, weil ich ja immer nach einem Tod in Umbral erwache. Und in Umbral ist der Loot einfach besser. Ne? Umbral ist die Totenwelt und da ist der Loot besser, denn was wir gedroppt bekommen. Und einen Schlag bevor er stirbt, lasse ich mich von ihm töten, erwache in Umbral wieder und dann gebe ich ihm den finalen Schlag und habe somit besseren Loot. Und das mache ich so lange, bis er einfach das Schwert zweimal gedroppt hat. Ne? Oder einmal, je nachdem wie oft ihr das Schwert haben wollt. Und wenn wir zwei von diesen Teilen gefarmt haben, dann sind wir meiner Meinung nach Early OP. Probiert es aus, Freunde. Die Teile sind der absolute Wahnsinn. Und gerade die Super-Kombi, ne? In Lords of the Fallen gibt es ja eine Super-Kombi, die was wir mit L1 und R2 gleichzeitig ausführen, so ein Doppelschlag, da sind diese Schwerter einfach unfassbar krass. Ich meine, schaut sich mal dieses Moveset an. Gegner verbrennen vor unseren Augen und wir staggern sie mit krassen Damage und Feuerdamage einfach zu Tode. Ich habe die ersten 10 Stunden keine bessere Waffe gefunden. Das Farmen lohnt sich wieder mal, es macht richtig Bock. Und ich gebe euch den Tipp, holt euch diese Schwerter und habt einfach nur Spaß in den ersten paar Stunden in Lords of the Fallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Lords of the Fallen. Wir sehen uns zum nächsten Video oder zum nächsten Stream. Euer Jack FromSoft.